Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Beim letzten Mal waren wir hier auf der Insel stehen geblieben. Wir brauchen immer noch Material, um Feuer herzustellen und um uns Schienen herstellen zu können, damit wir unsere Knochenbrüche heilen können. Und das versuchen wir jetzt auch mal zu bekommen. Vielleicht finden wir sogar eine Insel mit einem Krankenhaus, wo wir dann ja Schienen direkt finden. Wir brauchen aber Material, um Fallen herzustellen oder Nahrung halt direkt. Da hinten ist eine Insel mit Material, wo auch Schienen bei sein können. Uns natürlich im Moment sehr gelegen kommen. Ein Knochenbruch ist so schon geheilt. Ah, wieder Regen, wir sind durchnässt. Das ist nicht gut. Wir haben schon wieder Hunger. Also müssen wir auch zusehen, dass wir wieder Nahrung kommen. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nicht Wölfe. Weite Knochenbruch ist auch geheilt. Oh, hier ist Rohrkolben. Das schmeißen wir weg. Löwenzahn haben wir genug. Schmeißen wir den ganzen Stapel weg und nehmen erstmal den ganzen Rohrkolben mit. Sonst der Rohrkolben. Was können wir noch wegschmeißen? Was haben wir genug? Löwenzahn. Wir können eine Fackel. Die isolierte Jacke. Rohrkolben, Nähsatz. Ja, die werden wir herstellen, da wir ständig frieren. Werden wir uns die mal überziehen. Können uns Verbände, da Zunder. Zunder brauchen wir. Stellen wir uns gleich mal mehr her. Da müssen wir zusehen, dass wir was zu essen bekommen. Feuer könnten wir jetzt machen, aber bei Regen bringt es uns natürlich nicht viel. Haben wir noch irgendwas zu essen? Rohrkolben würde was bringen. Der Sumach-Tee bringt plus 5. Wir werden hier mal ein Feuer machen. Hoffen, dass wir irgendwas anderes noch herstellen können. Ah, das müssen wir jetzt noch aufstellen. Oder haben wir es gar nicht hergestellt? Doch, wir scheinen es hergestellt zu haben. Oh. Hä? Stehe ich gerade nicht? Bin ich blind? Ach, unser Hund hat das Lagerfeuer. Müssen wir einmal kurz rausschmeißen, damit wir das in unsere Tasche legen können. Dann auch benutzen. Achso, da platzieren wir das mal. Und ich hoffe, wir können uns aus irgendetwas was zu essen machen. Schnell hinsetzen. Werden wir auch wieder trocken. Wir haben nichts, woraus wir was machen können. Wir bräuchten Mais. Alle bauen wir uns mal schnell. Kleine Tiere leben fangen, ja. Band werden wir uns vorsichtshalber nochmal machen. Steinmesser, Kistenfalle, Gaspo. Okay. Na gut, mal eine machen. Aber dann müssen wir auch zugehen jetzt, dass wir irgendwas zu essen finden. Was? Da hinten ihm längs. Hill.
Hier sind Kaninchen. Dann werden wir mal unsere Falle benutzen. Und unsere Falle aufstellen und hoffen, dass da gleich eins reinläuft und wir dann was zu essen kriegen. Ich hoffe, das Feuer brennt dann auch noch. Da haben wir eins erwischt. Dann gehen wir mal schnell zum mit dem Fleisch zum Feuer, wenn es noch brennt. Oh, es brennt noch, wir haben Glück. Schnell hinsetzen. Oh. Gekochtes Fleisch. Schnell mal machen. Dann nehmen wir das auch gleich zu uns. Haben wir noch eine Falle? Wir können auch eine Falle machen. Perfekt. Werden wir versuchen, noch einen Karnickel zu fangen, dass wir unseren Hunger ein bisschen in den Griff kriegen. Ich hoffe jetzt. Okay. Und dann immer die Falle aufstellen. Müssen wir ein bisschen hinlocken, würde ich sagen. Sind sie hin? Nichts in die Falle gegangen. Beute. So, wo sind die Kaninchen hin? Noch extra die Falle da aufgestellt. Eben waren da doch auch noch welche. War noch nichts. Kann auch nicht angehen. Stellen wir die Falle auf. Nichts mehr da. Wegschmeißen. Löwenzahn haben wir mehr als genug. Da das Hasenfell. Da ist wieder ein Hase. Alle ist noch nicht ausgelöst. Jetzt ist sie ausgelöst. Da haben wir wieder eins erwischt. Müssen wir mal kurz was wegschmeißen. Setzlinge. Da noch stecken. Ich hoffe, das Feuer brennt noch. Ich hoffe es. Brennt noch. Schnell hinsetzen, das Fleisch noch zubereiten und dann können wir mal hier gucken, den ganzen Rest noch mitnehmen können. Gekochte Yuca machen wir auch gleich mal. Fleisch. Dann können wir uns. Was machen wir? Die Mütze haben wir. Nehmen wir mal die Stiefel. Dann bräuchten wir einen Nähsatz wieder. Brauchen wir einen Steinhammer. Haben wir schon. Hacke, ja, könnten wir machen. Verbände. Könnten wir auch. Schuhe anziehen. Oh, wir hatten isolierte Stiefel. Dann. Ah gut, die Hasenfellstiefel sind wesentlich wärmer. Okay, dann ist. Fleisch. Nutzen wir mal eben. Oh! Kommt die denn plötzlich her? Schnell weg hier. Gleich drei Stück. Oh, schaffen wir es noch? Schnell aufs Floß. Da gab es noch so viel Loot, den wir mitnehmen hätten können. Aber was soll's, wenn da jetzt so viele Wölfe sind. Floß ist auch ganz schön angeschlagen. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwo gegenschwimmen. Oh,
wenn da zwischendurch das Gewitter ist und man kaum was sieht. Das macht es nicht einfacher, hier sich durchzulenken. Besseres Wetter wäre mal schön. Oh, das war knapp. Und hier könnten wir unser Floß reparieren. Müssten wir eigentlich auch. Und als erstes gehen wir erstmal zur Fischerhütte und das Floß reparieren sollten wir dann eigentlich immer noch können. Ich weiß nicht, ob es eine Angel oder sowas gibt oder ob es nur Angelköder. Mitnehmen, wegschmeißen ist immer noch. Angelschnur. Bauzeichnung wollen wir natürlich. Schmeißen wir weg. Aber wir haben zum Glück einen Verband gemacht und eine Verletzung wenigstens heilen. Aber wir haben, ja, da können wir auch die zweite Verletzung machen, uns Verband. Dann haben wir das wie Bauzeichnung noch mit. Guck mal, ob hier noch was drin ist. Angelhaken, altes Holz. Werden mal eben schlafen. Stunden. Die auch wieder besser ist. Hier haben wir noch irgendwas vergessen. Löwenzahn einmal. Schnell weiter zur nächsten Insel. Keine Zeit verlieren. Wir werden mal kurz unser Floß reparieren, wenn möglich. Und gucken, was das mit diesen Zeichnungen auf sich hat, ob wir sie benutzen können. Da reparieren. Ah, hier sind diese Floßskizze und alle möglichen Sachen. Aber dafür da brauchen wir mehrere. Werden nochmal reparieren. Ah, so muss das reichen. Ich muss alles Holz verschwenden. Beziehungsweise benutzen. Verschwenden ist es ja nicht. Ja, ab auf unser Floß. Was kommt da vor uns? Dahin zu kommen, das sieht vielversprechend aus. Wie als wenn es da mal einen alten Laden oder so gab. Vielleicht gibt es da dann auch was zu essen. Wenigstens Feuer. Aber das Gebäude sieht ja nicht so schlecht aus. Oft gibt es dort Alkohol. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht so viel. Wir bräuchten eher Nahrung. Oder andere Sachen, die da mehr bringen. Mal schnell ein. Ja. Dürfen wir nicht berühren, sonst ist es giftet. Der Hund kann da scheinbar durchlaufen, wie er will. War voll, da müssen wir. Oh. Ich werde erstmal Nähsätze wieder herstellen. Die können wir mal gebrauchen. Reparatursatz. Okay. Wir brauchen Platz. Wir haben noch was zu essen. Gar nicht. Können wir da ja auch mal eben Platz schaffen. Ehren noch mitnehmen. Ah, nehmen wir erstmal mit. Hier. Voll. Vielleicht noch was besser. Ökelfleisch. Ganz gern. Bringen uns Nahrung und löschen unseren Durst ein bisschen. Und dann können wir das Ökelfleisch aufheben. Da haben wir das mitgenommen. Da. Das Pökelfleisch, das kann auch nicht verderben.
Können es aber eigentlich auch direkt konsumieren. Reparatursatz, Fußgestell. Wir werden das Fußgestell mal bauen. Ach, davon braucht man auch wieder mehrere. Okay. Eine Kiste. Gehst. Müssen einfach mehr Sachen werden. Schmeißen den Stapel mal weg. Weil das ist mit. Löwenzahn, Löwenzahn. Den brauchen wir nicht. Hier sind Bomben. Setzling brauchen wir auch nicht. Und wieder einen kleinen Schlafplatz. Andere schöne Sachen, damit wir was bauen können. Ja, ist immer schlecht. Dies mal gebrauchen. Da ist ein Wildschwein. Verdammt, das habe ich nicht gesehen, weil es so dunkel war. Oh, eine Schlange. Wollte eigentlich einmal noch in die Ecke, aber ich glaube, da ist auch nichts weiter. Will es eigentlich jetzt auch nicht noch riskieren. Und vergiftet. Was können wir dagegen machen? Macht Tee. Gut. Dann werden wir den auch direkt benutzen. Dann verlassen wir die Insel. War jetzt nicht ganz so schlecht. Hätte besser sein können. So ist es nicht. Aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben wenigstens einmal Fleisch gefunden. Das ist immerhin etwas. Aufpassen, der unnötigen Schaden bekommen. Da Häusern durch. Uns ist Geld. Ah, weil wir durch Nest sind. Feuerwehr wie immer nicht schlecht. Schnellen. Wenn mal links raus. Perfekt, hat geklappt. Leichteren Wasser hier ein bisschen aufhalten. Oh, das sieht nach zwei interessanten Sachen eigentlich aus. Aber erst hier rechts anzulegen. Dann weiter nach links. Gucken, was es hier gibt. Benzin, Werktische, Lumpen, Eisenwaren. Naja, dann schauen wir mal. Was wir brauchen können. Die können wir essen, die Ball mit, müssen wir was anderes wegschmeißen, was haben wir? Löwenzahn haben wir noch, da können wir die Yucca mitnehmen. Bringt uns wenigstens Nahrung. Da ist ein Wolf. Ach toll. Kommen wir den? Großen Bogen laufen. Ich möchte hier eigentlich nicht von der Insel runter, bevor wir nicht noch ein bisschen mehr erkundet haben. Hier Setzlinge brauchen wir. Mehr Setzlinge. Blöde Krähe macht natürlich Lärm. Da ist auch schon der Wolf wieder. Verdammt, da hat er uns erwischt. Schnell versuchen ins Haus zu kommen. Komm, öffne dich Haus. Werden wir mal 6 Stunden schlafen. Ich hoffe, dass er dann am Tage weg ist. Noch scheinbar. Ja, noch ist Nacht. Angelhaken, altes. Und na, den brauchen wir auch. Weil. Ja, brauchen wir. Ich dachte, der Wolf kommt. Setzlinge.
Haben wir noch? Schmeißt man weg und da. Dein Inventar voll, wir haben noch gerade was weggeschmissen. So, wir haben nur einen weggeschmissen. Stapel. Ein Lagerfeuer machen. Wir werden erstmal einen Nähsatz wiederherstellen. Ah, komm, Lagerfeuer wird fertig. Wir müssen es schaffen. Schaffe es, baue es auf. Hinsetzen. Schnell mal wenigstens eine Wunde hier heilen. Und sogar zwei. Luca einmal kochen. Haben wir unseren Hunger auch gleich schon wieder ein bisschen gestillt, wenigstens. Aber viel mehr zu essen haben wir dann auch nicht. Ah, wir haben noch unsere Rauchbombe, haben wir doch irgendwo hin. Gerade ein. Natürlich jetzt, wir haben Feuer gemacht. Und jetzt kommt der Regen. Ah, super. Jetzt verhungern wir. Kann doch nicht angehen. Wir haben nichts mehr, oder? Haben wir noch irgendwas? Ruhig gucken. Kälteschutz. Hat unser Hund noch irgendwas? Wir haben nichts mehr, gar nichts. Wir haben wirklich nichts. Ja, das war's dann mit uns. Wir werden verhungern. Wir können uns kaum noch bewegen. Ja, da der Wolf uns eben doch noch zweimal erwischt hat oder dreimal sogar. Ja, wir hätten vielleicht die Insel einfach verlassen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. So, da sterben wir. Ja, schade eigentlich, aber war einmal die falsche Entscheidung, sage ich mal. Aber trotzdem, wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen über das Spiel sehen und habt vielleicht jetzt auch mal Lust bekommen, es selber auszuprobieren. Ich verabschiede mich erstmal und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.